Hallo und willkommen zurück hier bei Deus Ex Mankind Divided. Ich habe unten mal ein bisschen aufgeräumt und jetzt werden wir uns mal, ja, den letzten Toten widmen. Vielen herzlichen Dank. Auch für die Kreditjeepe, nochmal vielen Dank. Das ist langweilig. Du bist langweilig. Halt. Das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt schauen wir noch mal ganz fix in den Computer hier rein, bevor es losgeht. Von Don McGovern an Liam Slater. Hallo Slater. Lester Dobbs wird neue Antivirensoftware in ihr Netzwerk installieren. Er braucht dafür die Sicherheitsüberbrückungscodes. Bitte geben Sie ihn ihm. Ich habe ihm gesagt, Sie melden sich, erledigen Sie das bitte sofort. Ja. Und schon wissen wir, wie man eine Hintertür in so ein System bekommt. So. Hallo Lester, McGovern sagt, Sie installieren eine neue Antivirensoftware und benötigen dafür unsere Sicherheitsüberbrückungscode. Das System ist unbedingt grün, sollte auch so bleiben, es ist stabil. Aber falls Sie mit der neuen Software missbauen, merken Sie sehr schnell, dass Sie es verärgert haben. Wenn es rot wird, geben Sie 5359 ein. Dann wird die Abriegelung aufgehoben und Sie haben wieder Zugriff auf das System. Danke, Chief, sehr freundlich. Hallo Chief, Ihnen ist möglicherweise eine kleine Störung des Sicherheitssystems aufgefallen. Mit Auslöser war wohl unsere wöchentliche Ungeziefer-Vernichtungsexpedition. Aber ich werde das noch untersuchen. Das System ist in wenigen Minuten wieder online. Von Lester Dobbs an Lester Dobbs. Ja, da weiß man doch schon, was Sache ist. Naja, gut. Wir, ach komm. Haben wir schon mal den Code? Nehmen wir den auch. Und wir aktivieren das Control Panel jetzt. Meine Freunde, die Welt war dunkel in letzter Zeit. Aber wo es Dunkelheit gibt, sind auch Möglichkeiten. Und die müssen wir nutzen. Wir können das Licht zurück in die Welt bringen. Falls erforderlich, nehmen wir die Fackel auf und sorgen dafür, dass alle Augmentierten ein Leben in Würde führen können. Ich möchte einen Toast ausbringen. Miller, MacReady, auf den Monitoren sind noch mehr Eindringlinge. Hinten im Gebäude. Sie sehen aus wie vom Catering. Ich sehe den Bereich auch. Die falschen Tavos-Einheiten benutzen eine bewachte Sicherheitstür als Zugang zur Empfangshalle. Scheiße. Sie sind überall. Mitten unter den Gästen. Was haben die vor? Warum eröffnen sie nicht das Feuer? Jensen, irgendein Zeichen von Marchenko oder der Orchidee? Beide negativ. Miller, können Sie zu Brown? Ich bin unterwegs zu ihm, aber Jensen, wir müssen wissen, ob die Orchidee im Spiel ist. Gehen Sie runter und beschaffen Sie von einer der Wachen einen Schlüssel für diese Tür. Verstanden. Aber es wäre einfacher, wenn ich wüsste, wie viele Wachen es sind. Ich lade Ihre Patrouillenwege auf Ihre Retinalaugmentierung hoch. Aber da unten soll nicht die Hölle losbrechen, also machen Sie es geräuschlos. Mac, Sie stoßen schnellstmöglich zu Jensen. Ich bringe Brown in Sicherheit. Viel Glück. Ja, viel Glück ist, glaube ich, das, was wir hier gebrauchen können. Na ja, gut, dann, Kinders, ich, muss mal. So. Und damit ich hier nicht schon wieder Alarm auslöse. Hoppala. Sehr schön. Ich bin nämlich vorhin aus Versehen beim Hochspringen in diese Laser gekommen. Und da war plötzlich, ja... Da war plötzlich der Sicherheitsbot hier am Start. Gott sei Dank hat er sich dann hier wieder verzogen gehabt. Ja, aber ins Empfangsgeschoss, wie auch immer. Ich wollte gerade eigentlich sagen Erdgeschoss, aber naja. So, wir stecken mal die Waffe weg. Denn wir kommen ja jetzt in einen offiziellen Empfang, ne? So mit Menschen. Und Leute, die nicht gerade vom Sicherheitsdienst sind, ja, würden mit Waffen auffallen. Okay, ich bin jetzt in der Empfangshalle. Sichtkontakt zu einigen Wachen, aber kein Hinweis darauf, wer die Codekarte hat. Tja, das werden Sie bald rausfinden, Kumpel. Weil Sie nämlich alle ausschalten müssen. Aber bitte geräuschlos. Ich bin in der Nähe Ihrer Position. Bis gleich. Na toll. Geräuschlos, alle. Dann würde ich doch mal sagen, wir fangen mit dem Typen hier an. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass sie hier die ganze Zeit stehen bleibt, oder? Sag mir das bitte nicht. Dankeschön. Oh, ja, oh. Hallo. Wie geht's denn so? Sicher? Okay. Auf die Fresse! Bah!
Ja, ja, ich bin Eliza Kazan. Das findet sie so wichtig, dass sie das gleich zweimal sagt. Komm mal ran hier. So. Gut, jetzt warten wir erstmal. Was soll er eigentlich? Maschine, bist du? Ja, ist ja langweilig. Dankeschön. Wie kommen Sie voran? Kein Glück bisher. Einer muss die Zugangskarte haben. Durchsuchen Sie sie. Ach so. Stimmt, da war ja noch was. So. Antwort, warte, da müssen wir runter. Chief, ich verstehe zwar die Sicherheitsbedenken, aber mir ist nicht klar, inwiefern die Vernichtung von Speisen und Getränken im Wert von mehr als 100.000 Credits irgendjemandem helfen soll. Wir hätten das ganze Zeug einer Essensausgabe spenden sollen. Ja, natürlich, weißt du. Es besteht Gefahr, dass die Speisen vergiftet sind und wir spenden es einfach der Tafel. Nee, Mister... Mr. McGowan, laut der gegen die Safe Harbor-Konferenz ausgesprochene Drohung könnte eine Form des Angriffs vergiftete Speisen und Getränke sein. Wollen Sie wirklich, dass die weniger wohlhabenden Bürger Londons an vergifteten Lebensmitteln sterben, die vom Apex Center gespendet wurden? Sag ich doch! So, man sollte jetzt hier eventuell nicht aufmachen. Beziehungsweise ich hack erstmal das ganze Ding hier. Einmal dies, einmal das, einmal überall hier rein. Ja, das ging fix. Oh, das Multitool nehme ich. Jensen, wie kommen Sie voran? Kein Glück bisher. Einer muss die Zugangskarte haben. Durchsuchen Sie sie. So. Wir betreten mal die Sperrzone. Nee. Ach, die Dinger nehmen wir gerne mit. Und wir haben ja gelernt, man kann hier Dinge zumachen. Dankeschön. Ja. Genau. In den ganzen Schrank eine Flasche Alkohol. Na gut, wie sieht denn das hier aus? Okay. Wir gehen mal hier rüber. Ja, sehr gut. Dann verstärken wir hier das Ganze einmal. Wobei? Wir haben hier keinen Datenpot, ne? Gut, dann können wir ja einfach weitergehen. Dann interessiert uns das hier ja alles relativ wenig. Vielen herzlichen Dank. So, alle Kameras aus. Da haben wir schon immer eine Sorge weniger. Waren das alle Kameras oder gibt es noch mehr? Nö, vier Kameras. Und hier gibt's was Nettes für uns. So. Ah, shit, der wird uns hier sofort entdecken. Keiner da? Keiner da. Gut, der steht hier direkt vor der Tür. Ich schätze mal, der wird jetzt nicht unbedingt... Ach, verdammt. Nee, er guckt nicht auf die Tür hier. Dann schauen wir doch erst einmal hier runter. Okay. Nein, es gibt keinen Hinweis, dass uns jemand auf der Spur ist. Das ist doch sehr schön. Wir beobachten erstmal die ganze Situation hier. Er ist extrem, aber er muss gemacht werden. Sehe ich auch so. Nein! Warum gehst du jetzt weg? Die meisten wollen Zeugen sein, wenn der milliardenschwere Nathaniel Brown seinen Investoren zum ersten Mal Rabia präsentiert. Hat das noch jemand gehört? Warum kann der den nicht eliminieren? Während der da oben sitzt. Das ist doch total bescheuert. Kommst du mal bitte mit? So. Oh, PDA. Vielen Dank. Eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. So, wir schauen jetzt erstmal hier rein.
Ivan, wir haben den Sicherheitsraum in der Empfangshalle unter Kontrolle. Dein Team hat ab sofort also Luftunterstützung. Ach du Schande. Alle Kameras in diesem Bereich gehören uns. Falls du auf sie zugreifen willst, gib am Kontrollterminal einfach Arcturus ein. Okay, wo bist du jetzt? Der Typ ist überhaupt nicht mehr da. Okay. Wir machen erst mal hier frei. Achso, nee, der ist da oben. Huch. Ja, die da unten sehe ich nicht. Okay, mein Freund. Der ist da jetzt gerade dahinter lang gerannt. Markiert. La 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 la. Hallo, kommst du mal mit? Du dämlicher Detteltyp, du. So, wir machen einfach mal hier. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. Ich habe eine bessere Idee. Für den Fall, dass doch mal hier einer langkommt. Bitte mitkommen. Bitte mitkommen. Hallo? So, kommst du dann jetzt bitte mit? Dankeschön. Das ist aber sehr freundlich von dir. Stopp. Okay, er läuft einfach weiter. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also drei haben wir schon mal. Und Nummer 2. So, wir machen jetzt einfach mal einen Leichnam. Die liegen aber beide exakt da. Das ist gruselig. Jede Neuigkeit von der UN sofort berichten. Ich bin so. Ansonsten ist hier weiter keiner. Verifizieren. Mann! In die Ausstellungshalle kommen. Muss ich das vielleicht gar nicht? Talos Raka hatte viel Geduld, Bruder. Aber ich nicht. Kommen Sie sofort zu mir. MacReady, die Bomben, sie sind... Ich hab's gehört. Ich weiß nicht, ob ich sie rechtzeitig finde, aber ich bin dran. Scheiße. Warum? Es war doch alles so gut. Hi. Warum musste er das auch unbedingt mitkriegen, der blöde Barsch? Scheiße. Mann, ey. Okay, wir müssen. Da geht's nicht runter. Oh, hi. Ich hätte nicht angegriffen. Was willst du denn? So. Ja. Erstmal ganz kurz alle hier ausschalten. Na komm schon. Ach. Ganz kurz. Dankeschön. Und jetzt. Panzerbrechen. Doch. Ach, Scheiße. Das nervt mich jetzt echt.
Access Card. Da wäre sie gewesen. Scheiße, Mann. Das nervt mich jetzt echt. Ja, PDA. Scheiß auf PDA jetzt hier. Wir müssen schnell handeln. Bitte Bestätigung. Adam, was ist los? Ich empfange Berichte über Schüsse im Apex Center. Marchenko hat das Gebäude übernommen. Er will die Wohntürme nebenan sprengen. Ich muss ihn aufhalten. Ja. Tu, was du tun musst, Mann. Aber wenn die Orchidee im Spiel ist, kann die Drohung eine List sein. Das eigentliche Ziel können die Delegierten sein. Unsere Zukunft. Du musst sie finden und beschützen. Ah, da ist er geschützt. Huch. Ganz zu viel Geweise war dann geschützt. Ja. Was... Hatten wir nicht noch EMP-Granaten? Ich wollte gerade sagen. 9? So. Alter. Ja, ja, Feinkontakt ist nicht. Habe ich die EMP nicht richtig geworfen, oder? Anscheinend habe ich sie nicht richtig geworfen. So. Ach, scheiß doch drauf. Ich bin maßlos überfordert gerade. Das sieht Nietzsche aus. Wir brauchen übrigens eventuell eine neue Biozelle. Aber nur eventuell. Na komm. Warum sind Sie nicht gekommen? Vertrauen Sie so sehr auf Hypothesen? Anscheinend nicht. Sie haben sich richtig entschieden, Bruder. Warum sollten so viele sterben, wenn man eine viel subtilere Botschaft senden kann? Für meine Mission müssen nur Braun und seine Gäste sterben. Und Sie natürlich. Zeigen Sie sich! Nein! Ich mach Sie fertig, Victor. Ich fürchte den Tod nicht. Und ich sehne ihn nicht herbei, Bruder. Aber für manche ist er eine Erlösung. Einer von uns wird jetzt herausfinden, ob das stimmt. Was für Trümmer? Ja, will ich auch. Halt. Kann der das? Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten. Der kann das kaputt machen, oder was? Als würdiger Gegner bewiesen. Ein Mann, der sich opfern würde. Das war mir so klar. Ich habe für sowas keine Zeit. Okay, ich schon. Ja, ich weiß. Oh. Sag das doch, dass das Explosionsgranaten sind. Huch.
Man merkt, ich bin eventuell ein wenig überfordert. Nur ein wenig. Ja, nee, gerade nicht. Das muss ich erst einmal alles wieder aufbauen. So. Ja, ja. Verpasse ihm mal eine Kugel. La 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 la, wir sind gar nicht da. Ja, mach mal. Eieieiei. Natürlich. Hi. Ja, jetzt nicht mehr. Hohohohohoi. Boah. Ich glaube, wir gehen mal wieder auf die Devastator. Oh, wir müssen den langsam Stück für Stück kaputt machen. Wo bist du denn? Was habe ich mir zuzuschreiben? Arschschuss! Geh drauf! Okay. Nein! Genau in dem Moment ist er gesprungen. Oh! Mit der letzten Kugel. Neutralisiert. Matschenko ist tot. Die erste gute Nachricht des Tages. Sorry, ich muss hier erstmal. Er sollte bei Brown und den Delegierten sein. Scheiße, die Orchidee. Ich muss sie finden, Jensen out. Oh. Und mir geht die Düse. Halt die Fresse, scheiß Kamera. Oh. Ich würde mal behaupten, wir brauchen ein bisschen Zügigkeit hier. Ja. Kamera ist mir scheißegal. So, mein Freund, guck mal in die Richtung. Ist besser für dich. So. Nachdem wir ein wenig hier den Arsch gespielt haben. So von wegen. Ach da. Ja, so von wegen. Wir verstecken uns mal im Luftschacht. Wo soll denn... Ach, noch eins weiter. Haben wir das doch ganz gut hinbekommen, letztendlich. Ah, da ist ein, ne? Tür gesperrt, verdammt. Dann hacken wir das halt schnell. Geht doch alles fix hier. Mit Sicherheit. So, das ist bestimmt die Strecke hier. Ja. Wie beim letzten Mal mit dem Security Hub oben. Danke. Na toll. Das hätten wir auch so haben können. Da so? Hä? Ich bin verwirrt.
Bin wirklich verwirrt. Meeting Rooms. So, jetzt ist es wieder da unten. Kann ich noch irgendwie mit dem Fahrstuhl fahren? Nö, Empfang. Okay, dann suche ich mir mal hier einen Weg. Ist irgendwo da. Aber es hat uns doch hier hingeführt, oder? Das ist wieder da oben. Wand. Ist er. Ach. Scheiß Absperrbänder. Und. Hier hoch. Ah, hier lang. Ja, du überprüfst gar nichts. So, Headshot ist nicht. Achso, übrigens, Folgeende, ne? Ganz fix. Haut rein. Tschüss.